Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Am gleichen Tag nochmals einen Part vom vorigen Part heute. Und es ist viel mehr los, also gehen wir doch mal ein bisschen jemandem nach, zum Beispiel den Genesai. Und ja, ich habe noch ein paar Sachen vergessen, zum Beispiel Lootboxen zu öffnen. Unsere Sachen im letzten Part, und dem ich gerade sehr Lust habe, Regnum zu spielen und auch ein bisschen vorwärts zu kommen, möchte ich doch gerne mal nochmal so eine Folge heute machen. Weil morgen starte ich das GTA Online-Projekt, also GTA WoW-Projekt, Livestream und so, da habe ich leider nicht so viel Zeit. Aber ich schaue, dass ich auch Champions of Regnum livestreamen kann. Und dass wir da einfach zusammen, also ja, diese zwei Hauptprojekte sozusagen haben. Wo wir da ständig ein bisschen machen. Vielleicht noch Minecraft dazu, aber das nicht so viel. Weil momentan ist HD gesperrt auf dem Server. Weil die Plugins nicht richtig funktionieren und deshalb, ja, gibt es da eher Regnum, eigentlich hauptsächlich Regnum. Sniper X ist da. Oh, mein alter Kumpel. Hallo. Muss nicht weg. Muss nicht abhauen. Werde angegriffen. Ein bisschen Barriere machen. Da sind die Feinde des Syrten Volkes. Ja, ich möchte gerne mal Waffen. Und den gleich noch buffen, aber das ist verbuggt jetzt gerade. Es lädt noch auf. Ja, bringt jetzt noch nicht so viel, weil die haben extreme Angst, diese Syrten. Die sind immer hinter den Wellen. Nee, sie. Ich weiß auch nicht, sie sind immer übermächtig und haben zu viel Angst. Keine Ahnung, wieso. Kann ich leider nicht sagen. Das sind einfach Syrten. Die Ignen haben weniger Angst, dafür sind sie einfach, ja, Kanonenfutter. Oder einfach auch zu gut manchmal. Also die Barbaren sind mega gut von denen. Deshalb kann man da nicht so viel machen. Also ich öffne mal einen Lootbox, weil ich habe jetzt gar nicht so viel zu tun. Leichtes Pferd für eine Woche, okay. Magnetstücke 3. Magnetstücke 3, okay. Hat sich nicht so gelohnt. Ja, okay, die anderen sind noch wertvoller, also Magnetstücke 3 sind eigentlich ziemlich gut. Oh, nicht den hier. Den hier. So. Ah, okay, hat keine Abklingzeit. Aber irgendwie geht's manchmal nicht. So, machen wir Mana-Pylon. Mana-Pylon? Kann nicht rausgehen. Ja, irgendwie ist es verbuggt, diese Reichweite. Die nützt eigentlich gar nichts. Die wird nicht getroffen. Oder, ja, ihr seht es, also. Es ist schon extrem laggy. Alt P. 130er Ping, wow, 161er. Okay. Ja, also selber Ping ist das Wichtige. Das ist leider schlecht. Jo, immer schlecht. Durchgehend schlecht. Die Server sind einfach nicht gemacht für Europa. Ja. Schauen wir mal, ob wir irgendwas machen können, außer zuschauen. Ich würde schon gerne etwas machen, aber. Ja, es geht nicht. Doch, es geht. Es geht vielleicht. Wenn sie aufhört zu laufen. So, jetzt. Haha! Wir haben sie getroffen. Wieso sind zwei Jägerinnen hier? Nicht so gut. Ja. Ich muss mich zuerst wieder reinfinden. Ist natürlich ein bisschen blöde, dass man hier ständig da immer wieder Pausen machen muss, weil einfach nichts los ist. Und deshalb bin ich nicht immer so, ja, vor allem jetzt in Magie, halt relativ neu. Hui. Übersicht ist kein. So, den habe ich auch noch getroffen, aber bin ein bisschen zu spät beim Ausweichen. Ja, der friert mich ein. Hey, hallo!
Mann, hilf doch mir! Mann, ihr Blöden! Wieso werde ich eigentlich nie geholfen? Einfach mal ein bisschen entdecken. Okay, ich hab's überlebt. Ich hab's nicht überlebt. Mann, diese Schützen sind einfach zu OP von der Reichweite her. Das geht einfach gar nicht. Liebes Spiel, liebe Entwickler, wieso macht ihr denn einfach so mega Schützenreichweite? Da haben kleine Kinder, also kleine, ja, Charaktere einfach keine Chance. Ich bin auch zu schwach, um Schützen-Damage auszuhalten. Das macht einfach keinen Spaß. Leute, ihr müsst ein bisschen supporten. Die spielen einfach unsupportend. Das ist einfach nicht so gut. Es macht keinen Spaß, jetzt momentan so schwach zu sein. Ist das ein Schütze? Nein, wir haben keine Schützen. Falscher Knopf. So, jetzt machen wir die mal richtig hin. Damit ich natürlich auch Ding. Bleibe mal hier. Das ist nämlich Ausbrechgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Das brauchen sie auch. Weil nur Ausbrechgeschwindigkeit nützt natürlich nichts. Ja, dann sei doch du verbockt. Ja, das Problem, das Hauptproblem ist einfach, dass die zu schnell fliehen wieder. Kann ich natürlich nicht viel machen, außer sterben. Deshalb buffe ich jetzt momentan auch nicht. Ich bin einfach noch zu langsam, habe ich so das Gefühl. Der Lego! Ist das wirklich der Lego? Ist der Lego? Aber der ist bei Doe. Ah ja, die haben das verändert wieder. Die haben schon wieder das Zeugs geändert. War's auf Eberor. Ebror. Ebrür. Nein, Eberor heißt es, glaube ich. Ja, vor allem voll schwieriger zu merken. Sind zu viele Leute, ich verdufte mal ein bisschen. Ja, ich verdufte lieber in die andere Seite. Ich glaube, ich werde wieder gefangen. Also, tötet. Ja, sicher! Vector! Wie viel Reichweite schon wieder? Lasst mich doch mal ein bisschen in Ruhe. Nein, in Ruhe lassen. Hallo. In Ruhe lassen. Sylten sind einfach die ganze Zeit auf Töten aus. Es macht einfach keinen Spaß. Die Sylten sind völlige Vollpfosten. Die ganze Zeit müssen sie mich hinterherjagen. Die können den anderen hinterherjagen. Die haben, ja, die geben mehr Krips als mich. Gott. Es ist einfach immer das Gleiche. Sie gehen immer dem Kleinsten, den am wenigsten, ja, Bonis geben nach. Den anderen, nö. Ja, die lassen sie in Ruhe, ja. Aber ich muss natürlich immer sterben. Ich bin so traurig, Sir. So traurig. Ja, was? Bin ich sauer? Ich bin sauer, aber nicht traurig. Das ist einfach so. Man geht immer auf die Noobs. Immer die Noobs müssen natürlich sterben. Immer die, die kleine Charakter haben. Sie können nicht in der. Ja, sie haben Angst, sie würden ihn ja nicht besiegen. Das ist das Problem. Sie haben immer Angst. Die ganze Zeit sind sie nur an Krebs fahren. Es sollte einfach aufhören, Krebs und Warmaster Points zu geben. Einfach aufhören. Viel Content muss einfach vernichtet werden. Das ist das Wichtigste. Weil Regnum wird immer greedier. Die Leute brauchen immer mehr Magnoniten, Warzone, Punkte, also Krips, Königreichspunkte und Warmaster. Und deshalb, ja, habe ich einfach das Gefühl, das Spiel geht halt einfach nur noch darum da, ja, greedy zu sein. Und deshalb bin ich halt jetzt einfach immer wieder tot. Das ist einfach das Problem. Die Leute werden wieder greedier. Die Eisen werden wieder schlechter. Also die sind meist halt extrem dumm. Sie gehen mit Übermacht zu den Syrten in ihr Gebiet. Merken dann aber, oh, Syrten sind mehr, hauen wieder ab. Aber sind einfach schneller.
Und dann lassen sie natürlich die Leute, die langsame Bewegungsgeschwindigkeit haben, sterben. Und das ist die ganze Zeit so. Also ich habe so das Gefühl, es ist einfach momentan nichts zu holen für mich, weil ich ja nicht wirklich mitkämpfen kann. Ich muss es unterlassen oder halt die ganze Zeit sterben. Und deshalb habe ich nicht so die Lust auf Warzone, tut mir leid. Aber was ich machen könnte, ist eigentlich ja jetzt XP Boost einzusetzen an Monstern. Das könnte ich machen. Oder, ja, ich weiß auch nicht. Ich brauche halt ein bisschen Unterstützung, ein paar Leute, die mich beim Leveln helfen. Das ist das Problem. Ja, gut. Ich werde schon etwas finden, also. Ich bin einfach nicht so motiviert, die ganze Zeit zu sterben. Ich bin nicht einer, der gerne stirbt. Ach Gott, überall sind Zyrten, keine Alsen mehr. Was ist denn los? Mann, es macht einfach keinen Spaß. Da sind die Alsen wieder hin. Die können ja auch wenigstens irgendwie mal etwas machen, was ich auch verstehe. Aber wenn ich nicht weiß, wo die hingehen, als nächstes, wenn sie im Herbst nicht Chance hatten, also am Herbstturm nicht Chancen hatten, wo sie dann hingehen? Es hat keinen Plan, es hat keinen Führer. Die Alsen haben keinen Führer. Nix. Niemand führt die Eisen. Das ist das Problem. Man weiß nicht, wo man hin soll. Ich habe jetzt auch keinen Clan, weil der andere Sauerkraut voll ist. Da muss ich eventuell zum Jäger rüber. Okay, hier sind sie plötzlich wieder. Vorher waren sie nicht da. Oder nur wenige da. Ja, gut. Ah, wieder das Warten. Irgendwie bin ich einfach sauer auf Regnung. Einfach nur ständig sauer. Weil Regnum könnte so gut sein, wenn nicht mal Distanz, Magie und einfach die Overpower, den Nahkampfschäden weggehen würden vom Schützen. Einfach mal ein bisschen mehr Fairness würde sein. Dann würde es viele Spieler anlocken. Aber so nicht. Das Spiel ist von vorne bis hinten kaputt. Es muss vieles also gedebufft werden. Das ist einfach so die Sache. Es muss sehr vieles gedebufft werden. Also vor allem einfach auch die kleinen Level 42er plus minus Leute müssen ein bisschen gebufft werden. Es wurde schon mal gebufft, aber das hat nichts gebracht. Der Quillabier, da bist du endlich wieder. Ich muss ein bisschen Schluck nehmen von dir. Ja, ich bin einfach zu langsam. Ich bin langsam. Weil ich langsam bin. Ich bin so langsam, so langsam, so langsam. Das nervt. Ja, ich habe ein Spiel getötet, obwohl ich gar nicht angegriffen habe. Ja. Aber schön, immer die Schützen buffen, die geben wenigstens Keys. Die anderen geben einfach nie Keys, die Barbaren sind zu langsam. Also schon schnell, aber einfach nicht so richtig buffbar. Und die Jäger haben zu wenig Reichweite. Nehmen wir mal den Roten, den sehe ich gut. Ah, das ist ein Ding gewesen wahrscheinlich. Ja, den Xier, den ist mein Kumpel. So, kurz warten. Jetzt sind endlich auch wieder diese Buff-Teile. Cooldown wieder hier. Yeah, ich habe 5 von 5 Spieler von Ignis erledigt. Asinator. Okay. Ah, der hat ja. Doch, ist ein Hexenmeister, okay. Ja. Wir laufen in eine Falle, übrigens. Wir müssen zusammenrücken. Das Nähe ist Quenchy Moon. Oh Gott. Mal kurz schauen, ja. Nein, nicht mich. Ich darf mich. Ziyadin, du musst doch unbedingt mal ein bisschen killen. Ja, geht. Ja, geht.
Sehr gut. Ah. Magma-Explosion. Gsch. Ah, geblockt. Wirbelwind. Nein, nicht weg. Ja, sehr schön. Ha. Ich bin der Beste. Ich kämpfe so gut, dass ich so schon wieder besser bin. Hahaha. Mann, ich lobe mich einfach zu wenig. Ich muss ein bisschen mehr loben. Das tut mir gut, dem Selbstvertrauen und so weiter geht, tut das mir schon gut. Ich habe schon recht wenig Selbstvertrauen in Regnum. Ich bin einfach so ein kleiner Schisshase langsam. Aber wieso greifen so viele mit Meteor an? Das ist scheinbar so eine schlechte Attacke, aber viele greifen mit Meteor an. Also ich gehe jetzt wieder zurück, ich habe gerade keinen Bock. Ja, Magma-Explosion ist wegen dem Dot gut. Aber Meteor nicht. Meteor macht Grundschaden und der wird eigentlich relativ geneigt. Also geschwächt, oder? Und die ja, Animationszeit ist zu langsam. So, was wollen wir tun? Was sollen wir tun? Geht wieder nicht. Hat das Spiel. Oh, das ist denen. Okay. Die Klappen gar nicht gesehen. Die Übersicht ist einfach scheiße. Man sollte mal ein bisschen die Übersicht verbessern. Ja, gut, aber ich möchte nicht von den Igen überrennt werden. Ich gehe jetzt mal hier hinter einen Baum. Da habe ich wieder ab, weil scheinbar wollen ja die Leute lieber sterben. Oder eben fliehen. Aber ich kann jetzt nichts mehr machen, also sind wir momentan nur am Fliehen. Okay, sie kommen aber nicht mal so gut mit. Es ist sehr verwirrend, also man muss die den Überblick behalten. Vielleicht ist es eben wegen meiner Krankheit, ADHS, Asperger, nicht so gut Regnum zu spielen. Weil ich nicht so den Überblick habe manchmal. Weil ich zu viele Sinne, also die Sinne sind einfach zu stark und dann schaue ich natürlich alles andere an und nicht das, was ich brauche. Eventuell muss ich da irgendwie etwas machen, damit es einfach wieder besser geht. Also ich muss einfach stärker werden. Der Charakter muss stärker werden. Das ist einfach die Sache, die ich sonst, ja... Ah, das ist der Doktor von Alysios. Hallo. Hast du einen neuen Hut an? Das ist ein Drachenhelm oder so etwas. Er macht Päuschen. Ja, wollen wir nochmal ein bisschen angreifen? Ich werde nachher nochmals Reichsquests machen. Ich habe nicht so viel zwischen dem vorherigen Part und diesem Part machen können. Sonst wäre ich jetzt schon Level 43. Okay, wir sind wieder ein bisschen im Vorteil. Aber ich kann jetzt nicht so gut buffen. Ja, das Problem ist einfach, die Leute gehen halt immer dem Gegner nach und dann kann man nicht so gut buffen. Ne, bleib da, Zanelli. Zanella. Komm schon. Bleib da. Oh nein. Ah, Mann. Kack. Stehen, natürlich. Komm schon. Geh. Funktioniert. Erfolg. Er kann auch mal noch etwas bekommen. Wirbelstunde auch dazu. Dann buffen wir uns mal noch kurz ein bisschen. Du kannst mal Angriffsgeschwindigkeit haben. Und du kannst Schaden machen. Auch wenn du ein Barbar, ein Ritter bist. Erfolg. Sehr schön. Das wird etwas, das wird etwas. Komm, wir knocken ihn. So, da bekommen wir viele Königreichspunkte über, oder? Jede nahe Verbündete. Ich verstehe das nicht.
Ja, 6 Königreichspunkte, sehr schön. Sollen wir nochmal ein Engagement? Also ich mache jetzt zwischen 10 bis 30 Minuten Videos, okay? Mehr halte ich ja meistens auch nicht so durch, wenn ich immer warten muss. Weil ich einfach keinen Bock habe, die ganze Zeit zu sterben und so weiter. Ich mache es ja für euch, oder? Dass ich eigentlich relativ gut spannende Videos mache, und da muss ich halt einfach Abstriche machen, indem ich halt einfach die Dauer ein bisschen reduziere. Aber es sollte eigentlich schon klar gehen. Und Dankeschön für die Kommentare. Wieder beim 29. Part. Danke sehr. Und ja, fürs Interesse haben. Vielen Dank. Genau. Der Taurus. Der Taurus. Der ist noch falsch. Muss mal schauen, welchen ich noch buffen kann. Also, der eigentlich nicht, aber. Also der greift nicht mit Stab an. Ich habe keine Übersicht beim Buffen. Buffen ist für mich echt schwer. Ich bin eher so der Damage-Dealer. Er ist ja auch die leichteste Richtung, oder? Aber das ist auch gut für mich, dass es leicht ist. Also, ich merke momentan echt, dass ich da schon Probleme habe. Nein, Pizza Bros. Nein, bitte nicht. Kein Pizza. Nicht mich töten. Nein. Mann, die Igen haben einfach zu viele Barbaren. Es macht keinen Spaß, mit den Igen zu kämpfen. Oder gegen die Igen. Also. Gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen leveln. Und dann gehe ich noch kurz ein bisschen WoW machen. Also ich muss nämlich noch mich im TS3 anmelden und Autofahrprüfung machen. Da brauche ich wahrscheinlich im Livestream dann ein bisschen Hilfe. Das ist so die Sache. Ich kenne mich nicht aus mit Fahrprüfungen, weil ich noch nie Autoprüfung gemacht habe. Und ein paar Fragen waren falsch, und es waren einfach, glaube ich, ein oder zwei zu viel falsch. Oh Gott. Fahrprüfung und ich. Ey. Ja, und ja, eben, ich bin halt auch GTA Online-Fan, also GTA-Fan. GTA 5-Fan. Und ja, da habe ich wenigstens noch ein Projekt, das mir wirklich sehr viel Spaß macht, neben Regnum. Nur in der Regnum habe ich manchmal auch nicht so viel Spaß. Also es ist so eine Sache. Regnum könnte mir viel mehr Spaß machen, wenn ich einfach stärker wäre. Aber wenn ich vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung hätte oder so. Wir dürfen mir auf jede ersichtliche Richtung helfen. Es gibt einen Spenden-Button ganz unten in den Videobeschreibungen. Ich habe echt viel zu wenig Geld momentan, deshalb muss ich das leider jetzt momentan ein bisschen sagen. Aber für jeden Euro, den ihr mir spenden könnt, kann ich einen XP-Boost oder so kaufen und ein bisschen schneller vorwärts kommen. Also, wenn ihr mir helfen wollt, dürft ihr gerne spenden. Ich gebe das Geld nur für Champions of Regnum aus, für kein anderes Spiel, für kein anderes Hobby, für kein anderes Lebensunterhaltszeugs. Das Geld gibt es nur für Champions of Regnum. Und ja, eben, ich will nichts anderes ausgeben momentan. Also vielleicht für ein Headset, aber das kaufe ich mir selber. Ja, und sonst, ja, einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss.